Also, das kenne ich noch, die ganzen Truhen und da ist immer noch das Klo und die zwei Lama-Statuen. Sehr gut. Sehr gut, so muss das. Und dieses fette Haus ist neu. Moment, ich muss einmal eine komplette Tour. Das ist neu. Das fette Holzhaus ist neu. Das ist neu. Das ist neu. Ich glaube, das war da. Das habe ich noch gesehen. Und der ist auch neu. Okay, die haben wieder einiges auf die Baune, auf die Baune, auf die Beine gestellt. Ich gucke jetzt überall einfach rein, Alter. Ob hier irgendwas drin ist. Das ist jetzt schon schick eingerichtet. Nettes Haus. Sogar ein Badezimmer. Ich werde nicht mehr zum Baden. Ich meine, es ist leider keine authentische, kein authentisches Bad, aber ein Waschbecken sogar mit Seife. Was ist Seife? Ein Schrank. Ein Bettchen von Pili. Was liegt denn hier drauf eigentlich? Ist das Pili? Was ist das denn für ein merkwürdiges Dingens hier? Na egal. Stühlchen, Tisch, alles. Hier ist noch ein bisschen leer, aber macht ja nichts. Kann ich um alles kümmern, ist das? Das ist eine Selbstmordtreppe. Nee, okay. Selbstmordtür meine ich. Na gut, na gut. Ja, kann ich offen lassen, mir egal. Pili ist mir nicht böse. Wenn ich die Tür offen lasse, ist mein guter Kumpel Pili. Also der Turm war das letzte Mal schon da. Aber dieses fette Holzhaus, das ist neu. Und ich müsste die Dana eigentlich mal wegschicken. Ja, komm, Alter, die brauche ich im Moment nicht mehr. Oder kann sich mein Dorf anschließen? Fortfahren. Erfüllt die Anforderungen nicht. Ja, zu bevölkern. Naja, dann ab mit dir. Ab mit dir, Dana. Dich brauche ich nicht mehr. Wegschicken. Geh nach Hause, wo du herkommst. Ab, 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 ab. Also, das Holzhaus ist auch noch komplett leer. Außer im ersten Stock ist irgendwas drin. Truhen. Truhen sind immer gut. Das ist mein Haus, schreibt er. Sigo, das ist ehrenwert. Das ist ehrenwert. Sigo. Ah, schon wieder. Warum muss ich eigentlich immer neben Sigo schlafen? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Habe ich doch gar kein Bett. Dann ist es jetzt mein Bett. Ah, das ist. Naja, egal, egal. Ist in der Tat sehr verdächtig, dass Sigo sein Bett immer neben dem platziert, was angeblich meins sein soll. Na schön. Aber das Haus ist halt wirklich fresh. Das ist klar. Ist in der Truhe schon was drin eigentlich? Nein, aber das ist gut. Leere Truhen sind immer was wert. Wer ist das eigentlich? Das ist nicht Mark. Das ist der Bürgermeister. Und es wird natürlich schon wieder Nacht, wenn ich reinkomme. Danke dafür. So, was haben wir hier drin? Hier ist auch noch nichts drin. Das ist natürlich die Inneneinrichtung, lässt noch zu wünschen übrig. Für was bezahle ich die eigentlich hier? Was sind denn das? Frostkieferstab 5-mal. Das ist heiß. Das alles kenne ich hier, die ganze Anlage, die ganzen Maschinen hier, um die Sachen zum Rödeln zu bringen. Marc schreibt, das gelbe Haus ist meins. Komm mit. Ist ja gut, ja. Das ist meins. Aber Sigo schreibt, das da vorne ist meins. Ja, was denn nun? Aber rein hier. Der Boden ist schon mal nicht so gut, weil da kommt das Gras durch. Hä? Was soll denn das? Ist auch noch ein bisschen leer. Ich hätte gedacht, ich kriege hier ein Haus mit ordentlichen Einrichtungen und so. Von wegen. Da stand in der Anzeige möbliert. Da ist Mark mit. Was ist denn das hier? Schildschrank. Auch ein schöner Schrank. Und ein Bettchen. Da, Anjan, von wegen ist gar kein Bett für mich, dieser Lügenbaron. Aber ein Schaukelstuhl. Also offensichtlich die Behausung von Anjan Mac und nicht Mark Mac. Und wer sind die Leute hier überhaupt? Das muss immer warten. Blauer Knappe, sehr gut. Irgendwann werde ich rausfinden, wer die ganzen Leute sind. Das ist Bürgermeister Mark. Danke dafür. Und ja, alles leer hier. Und da war ich auch noch nicht drin. Auch ein neues Häuschen. Und hier ist auch noch leer. Was machen die eigentlich mit dem Geld, das ich ihnen zur Verfügung stelle? Battlestar. Und eine schöne Truhe. Was hat er da für mich gelagert? Hey, eine gute Armbrust und eine gute Spitzhacke. Wenn ich mal knapp bei Kasse bin, dann klaue ich die einfach. So. Ist doch nett. Haben sie wieder ausge. Was zum Henker ist denn das? Was zum Henker ist das? Ne, es war ernsthaft. Da ist eine Brücke, die habe ich schon gesehen. Die habe ich nicht mal in dem Showcase mal gezeigt. Die haben eine Brücke zur Insel rüber gebaut, die ist auch richtig fresh. Aber was ist das? das Spiel ist auf einer der Verstoßenen. Bahn ist gleich fertig, bin noch nicht benutzen. Das ist nämlich die Bahn. Der baut eine Bahn. Okay. Wenn er es schreibt, dann lasse ich es noch sein. Dann gucke ich es mir später an. Außerdem wird es jetzt eh dunkel.
Und da unten ist ein Lager. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt geht er geleckt. Das ist auch neu. Ein Lagerfeuer hier außen und wieder ein paar Blumenbeete. Schubsaftbeeren werden hier angebaut und Mais und Schneebeeren und Weizen und scharfe Chilis. Das sind die Profigärtner hier. Nix auf. Was ist das? Ich hätte gedacht, das ist eine Kuh. Und das ist eine Himbeere. Ich hätte gedacht, Himbeere ist eine Vogelscheuche. Jetzt hör halt auf, das ist ja eine richtig fette Welt. Das ist das dritte Dorf hier. Hier in der Wüste. Hier sind auch schon wieder Unmengen an Sachen. Ich werde nicht mehr. Was für ein Level hat das hier? Auch Level 10, ja, spinste komplett. Das heißt, hier sind zwei Level 10 Dörfer in dieser Welt. Der Mann ist wahnsinnig. Nichts anderes. Hier ist auch alles. Edelsteinschneider, Steinzerkleiner, das volle Programm. Das gibt's ja nicht. Und eine Treppe, die nirgendwo hinführt. Das ist allerdings auch Pflicht. Das ist auch heiß. Das ist auch. Ich will den Skin auch. Dann gönn ihn dir. Da steht kein Name. Aber was geht, man? Da ist ein Turm. So. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wir wollen noch ein Schneedorf machen. In jeder Winterjahreszeit-Dingens. Jeder Jahreszeit-Umgebung. Ein Dorf, das ist heiß. Was hat der hier in der Truhe? Knochen? Da klaue ich nichts. Da klaue ich nichts aus seiner Truhe. Kann er beruhigt sein. Ich klaue mir nur Sachen aus der Truhe von Battlestar. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Zwei Level 10 Dörfer. Hier. Haben sie einfach hingestellt, diese Spitzbuben. Und vielleicht war es allein. Ich weiß es nicht. Das ist von Admiral Knall. Das, au. Das da hinten oben. Hallo? Die Karte reagiert nicht. Jetzt. Bin zu blöd. Das hier ist der von nicht mag, naja. Und hier das vom Admiral Knall. Dann benutze ich, ich meine, ich benutze es nicht, aber ich gehe nochmal hier die Treppe hoch. Hat er extra für mich gebaut. Skill Issue. Oh doch, das ist lustig. Das fand ich jetzt überhaupt nicht lustig, muss ich sagen. Ich habe alles verloren, ja. Vor allem auch noch Zeit. Es wird doch bald wieder dunkel. Wo ist denn die Sonne? Da. Die ist schon wieder am Untergehen. Ich spüre es doch. Ramguy hat was für mich. Ehrenmann. Der ist auch verdammt wichtig. Der Schubsaft oder irgendwas. Und der baut einfach an so einer heißen Bahn. Dann kannst du dich dann rüber. Wie ist das richtige Wort? Rüber cruisen lassen. Aber er arbeitet noch dran. Das ist heiß. Skill Issue. Danke. Nee, es funktioniert. Ein bisschen. Es funktioniert ein bisschen. Er ist auf dem Weg. Unglaublich. Würde ich niemals hinkriegen. Was? Er ist fertig? Okay, dann ab. Ab dafür. Dann ab zur, nur dass ich da nicht hinkomme. Fährt er auch rückwärts? Ups. Es fährt auch rückwärts. Ich werde nicht mehr. Ist das heiß oder ist das Gangster? Hoffentlich stützt das Ding auf der anderen Seite nicht runter. Aber er hat es geschafft, Mann. Battlestar ist eine geile Sau. Und ist mein Kumpel. Ja, nicht vergessen. Das gibt's ja nicht. Da unten ist wieder das Monster. Danke für den Hinweis. Aber wenn man jetzt zu weit düsen würde, dann wäre es das gewesen. Aber das ist ja richtig cool. Verstehst du? Da lässt du dich bis hierher transportieren und dann springst du ab. Also, das ist heiß. Ehre geht raus am Battlestar für diese, wie nennt man das überhaupt? Magnetschwebebahn oder sowas. So wie in Köln? Haben die da sowas? Keine Ahnung. Na gut.